Hat Laura Müller etwa Geldsorgen? Jedenfalls verscherbelt sie jetzt ihre Luxushandtaschen. In der Vergangenheit machen vermehrt Gerüchte um finanzielle Probleme der Influencerin und ihres Mannes Michael Wendler die Runde. Beispielsweise soll das Paar bereits sein Haus in Florida verkaufen. Außerdem soll Micha zudem auch sein Boot und sein Motorrad zu Geld machen. Und die Brünette schürt diese Spekulationen jetzt weiter an. Laura überrascht ihre Fans nämlich mit einem Ausverkauf der besonderen Art. Aber hört doch einfach selbst. Ich habe einfach zu viel Handtaschen und es ist Fakt. Und ich habe mich in den letzten Tagen mal hingesetzt und mal genau durchgeschaut, was brauchst du, wovon kannst du dich trennen. Man kann letztendlich doch nur eine Tasche tragen. Und dennoch bin ich auch ein Fan davon, viele Handtaschen zu haben. Habe aber zu viele und habe mir 4 Louis Vuitton Handtaschen rausgesucht, die ich gerne an jemanden von euch geben möchte. Ihr habt die Chance, die Tasche zu erwerben. Die Fans der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin können ihrem Idol also 4 aussortierte Luxushandtaschen abkaufen. Aber was sollen die Designerteile denn eigentlich kosten? Zwar verlangt das It-Girl nicht ganz den ursprünglichen Verkaufspreis, nichtsdestotrotz müssen die Interessenten tief in die Tasche greifen. Laura will für die Accessoires jeweils 950, 1285, 1785 und 1200 Euro. Für diese Preise bekommen die Käufer dann aber noch ein ganz besonderes Goodie dazu. Kann ich natürlich noch eine handsignierte Autogrammkarte von mir mit beilegen, dann habt ihr noch was Persönliches von mir, obwohl ja die Handtaschen von mir getragen sind, also ist ja eigentlich auch persönlich. Aber ob der Wendler diesen Insta-Sale auch für eine so gute Idee hält? Immerhin bekommt Laura 2 der Taschen im vergangenen Jahr von ihrem Mann geschenkt. Eine davon befindet sich in dem Adventskalender, den der Egal-Interpret für seine Liebste zusammenstellt. Und ein anderes Accessoire liegt am Heiligabend sogar unter dem Weihnachtsbaum. Jetzt aber mal Hand aufs Herz. Wie kommt Lauras Aktion bei den Fans an? Zahlreiche Promi-Flash-Leser äußern ihre Meinung zu dem Ausverkauf in der Kommentarspalte eines aktuellen Artikels. Generell ist nichts verwerflich daran, ihre gebrauchten Taschen zu verkaufen. Nur sind es alles Geschenke von ihrem Mann und das finde ich irgendwie. Aber die Preise sind frech, dafür kauft man sich dann direkt eine neue Tasche und weiß, woher sie kommt. Oder auch, lächerlich, die zu verkaufen an Fans, warum nicht verlosen? Na, und aus diesem Grund vermuten wohl einige Fans, dass Laura in Geldnot ist. Das spiegelt jedenfalls auch eine aktuelle Promiflash-Umfrage wider. 92,7% aller Teilnehmer vermuten, dass Laura ihre Handtaschen aufgrund von finanziellen Problemen zu Geld macht. 7,3% glauben hingegen, dass sie einfach nur ihren Kleiderschrank aussortiert. Aber aus welchem Grund auch immer Laura ihre Taschen verkauft, im Endeffekt wissen nur sie und Michael, wie es um ihre Finanzen steht.